Willkommen Freunde, wir zocken heute What Happened Gameplay auf dem PC. Und zwar schaut euch dieses wunderschöne Menü an. Hier gibt es Exit. Muss ja selber erstmal durchsteigen. Hier gibt es eine Option. Das heißt, wir öffnen hier Türen. Können hier anklicken und dann kommt das Optionsmenü. Mal ganz was Neues. Mal Gameplay. Language. Deutsch. Oh, können wir sogar einstellen. Sehr gut. Untertitelgröße Mittel. Ja, das hört sich gut an. Grafiken können wir auch alles so lassen. Ich würde sagen, die Einstellung übernehmen wir so. So. Geht's weiter. Da wir aber weiter noch gar nicht gezockt haben, geht's jetzt hier zum neuen Spiel. Das neue Spiel beginnt auf einer Toilette. Na herrlich. Wollen wir mal spülen, um zu starten. Also wenn ein Spiel schon mit einer Toilette beginnt, das ist schon sehr seltsam. Wir spielen wohl einen Schüler, der an einer Psychose leidet. Und sich natürlich irgendwelche Drogen reinklingt. Alter, jetzt zieht er sich doppelt heftig. Back to square one, you're back again. I wasn't gone in the first place. I'm in your head, remember? It's Niles. You heard them all. Ich würde sagen, der versucht gerade erstmal ein bisschen klarzukommen. Genau, der weiße Hai spielt auch mit. Das scheint echt eine Wahrnehmungsstörung zu sein. Wenn du so viel Wasser im Klo hättest, dann hättest du, glaube ich, ein Problem. Er hat auf jeden Fall extreme Angststörungen, würde ich sagen. Mann, oh Mann, ey. Hab ich mir einen Spielecharakter eingefangen. Noch weiter nach unten gucken. Fangen die Graffiti schon an zu sprechen. It doesn't matter. Da ist sonst noch irgendein Graffiti hier an der Wand, was irgendwie vibriert oder so. Ach, da oben ist noch eins. Alter, das muss aber... Also wenn du die Störung hast, musst du wirklich zum Arzt. Krass. Life has no purpose. What?
Mir wäre es ja lieber, er würde jetzt hier mal aufstehen. Jo. Wir könnten uns denn hier verkrümeln. Alles klar, ich muss mal gucken wegen der Steuerung. Hier können wir aufmachen. Jo, es geht raus. Alter, die Augen von dem Typen, ey. Guckt ja wie ein Zombie. Weiß ich natürlich nicht genau, ob das jetzt ein richtiges Adventure ist, dass ich da sehr viel machen, selber machen muss. Ob es mehr wie so ein Film ist. Okay, jetzt scheint die Sonne, sieht ja sehr friedlich aus. Ach, er will das Wasser, muss er noch abstellen. Oh, geht. Boah, das so mal. Wird schon immer mal im Spiel Wasser abstellen. Alter Falter. Why aren't you crying, huh? Why aren't you begging for help? Frage ist, ist der Typ Existenz da oder glaubt er das nur, dass es so ist? Mann, der hat doch irgendwelche Störungen. Do you remember? Okay. Shut up. Why do you only think then? Act. I don't feel good. Heftig, heftig, ja. Ja, hier steht Acid, aber Acid steht ja für Ecstasy. So mal für alle, die als Deutsche hier zugucken. Wobei, das müssen die meisten ja wissen. Geh ich mal von aus. Like it doesn't matter to you what happened. You can't just fit our shitty lives with Mann, 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 hat der eine Psychose. Gerade seitdem der Typ ihn so ein bisschen ertränkt hat, ist es ja noch schlimmer geworden. Breathe. I know you don't like breathing. Es ist auch kein Wasser mehr da. Also dieser Ort hier behackt mir überhaupt nicht. Ich glaube, ich muss hier erstmal weg. Ich weiß, was wir hier alles so sehen. Alter, hier laufen irgendwie nur Jacken rum und... ohne Körper und... boah. Der ist total hinüber, das passt aber auf jeden Fall. Ich glaube, ich versuche erstmal in die frische Luft zu kommen, um ein bisschen klar zu kommen, aber... hier geht's nicht raus. Ist aber auch übel irgendwie, ne? So, die Sonne scheint zwar, aber da ist auch wieder windig. Ist auch irgendwie gar nicht so richtig zusammen. Das Tischtennis. Schnell weg. Alter, da läuft eine Kakaoflasche an meinen Nasen, an meinen Augen vorbei. Und landet im Mülleimer. Mann, 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 ey. Okay, den Stoff, den der genommen hat, den gibt's in echt, glaube ich, gar nicht. Den hier wenigstens raus? Ne. Das muss sich ja in der Schule abspielen. Also ich habe keine Möglichkeit, an die frische Luft zu gehen. Hey, Locker's gone, man. It's like, it's dead. I think I saw your locker on the way here and it's... Hey man, fucked up. Jimmy fucked up your locker. Hey, watch where you're going. Why do we always have to end up here? Your locker was your safest private space. Also ich kann mir nur vorstellen, dass der träumt. Das kann auch keine Psychose sein. In dem Ausmaß.
You want to take a look? What? Among the things I hate, this fucking cesspit of a school. How are you going? Oh, bastard. What are you doing? Alter Feder, ey. Na, der kommt ja gar nicht mehr klar hier. Weiß auch nicht, ob das jetzt hier total übertrieben ist. Also wenn das kein Traum ist und das soll seine Psychose darstellen, dann finde ich das aber extrem, muss ich sagen. Alter, stimmt aber irgendwas nicht. Ich versuche nochmal zu entkommen aus der Schule. Weil wenn es mir so gehen würde, wäre das erste, was ich machen würde. Ich würde aus der Schule gehen. Oder ebenfalls rausrennen und irgendwie frische Luft schnappen. You've got a fucking problem. Da er ja keinen sieht, kann es ja in der Tat so sein, dass die ihn irgendwie bewerfen. Papier oder so. Jetzt laufen nur noch die Rucksäcke rum, das ist ja auch geil. Vorher waren es die Cappies und die Rucksäcke und jetzt laufen nur noch die Rucksäcke hier rum. Hurra, hurra. Hurry up, there's work to be done. I think I saw your locker on the way here and it's... Ding ist halt, ich habe auch keine Richtung, wo ich irgendwie hin will. I think I saw your locker on the way here. Oder wo ich hin kann. Fuck off. Sie sagen immer, der Spind ist der Weg oder so. What did you do to your locker exactly? I want to know, because like it's not okay. So der Typ, der vorhin gegen den Spind getreten hat, der war doch hier oben, ne? Jimmy war an deinem Spind, schau lieber nach. Ja. Wo finde ich denn hier meinen Spind? Wird ja auch nichts angezeigt irgendwie. Hurry up, there's work to be done. No. One of the things I hate, this fucking cesspit of a school. So, die Spinde sehen alle gleich aus. Da kann ich nichts machen. Nö, da ist auch nichts. Geht da wieder durch. Ah, hier könnte ich rein. Ventilator, kann er den anmachen, ausmachen? Hier können wir rein. Geht's aber wieder runter. Geht's auch rein? Okay. Ventilator. Geistert auf jeden Fall so durch die Gegend.
Jetzt echt an einer Schüssel. Ich muss sagen. Hurry up, there's work to be done. Why do we always have to end up here? Man hört ja auch mal irgendwelche Kinder oder Schüler im Hintergrund. Beratung. Hey man, Jimmy fucked up your locker. Geht die Tür auch auf? Eieieiei. Auf jeden Fall anscheinend die richtige Klasse. This is getting interesting. Mann, ey, das ist ja wie, als wenn er an so einem Gedankenexperiment teilnimmt. Heftig, ey. Ja. Ich kann mir das hier angucken. Das auch irgendwie drehen, aber nur rechts und links rum. Dann kann ich es wieder hinstellen, na hurra. Sehe ich gar nichts, obwohl hier so ein Punkt auf dem Klassenbuch ist. Nur hier raus, oder? Ne. Ah, die, das finde ich natürlich irgendwie geil, ne? Das ist so ein bisschen so leicht verschwommen. Wie so hinter Glas und dann Wind und irgendwie doch Sonne. Abgefahrener Blick, muss ich sagen. Scheint hier aber nichts Interessantes zu geben irgendwie. Ich sage, da müsste er irgendwas machen oder so. Zu. Das Geile ist auch, dass nirgends Lehrer oder Schüler da sind. Außer, dass er halt diesen verrückten Blick hat, dass er die immer ohne Rucksack und so sieht. Oder ohne Körper, genau, ohne Körper meine ich, nicht ohne Rucksack. Jo, wie gesagt, spinnt irgendwie. Ja, ich sehe nichts. Wir haben ja vorhin die eine Sequenz gesehen, dass er die Tür eintritt. Eine Typ, also vom Spind. Aber. Ist auch nichts Interessantes irgendwie, dass man eingetretene Tür sieht oder so. Okay, hier passiert jetzt wieder ein bisschen was. Schon mehr als Angststörung, die er hat. Hey man, Jimmy fucked up your locker. Er sagt das immer mit dem Spind. Der hat deinen Spind kaputt gemacht. Aber ich sehe ja keinen Spind irgendwie, den ich irgendwie öffnen kann oder so. Das auch zu. I think I saw your locker on the way here and it's fucked up. Das auch zu. Ist abgesperrt, da geht's nicht weiter. Oder hier irgendwas machen? Nee. Ja. Würde ich sagen, rennen wir nochmal nach unten und gucken da mal in sämtliche Türen rein. Nicht, ob hier unten auch noch Spinde sind oder so.
Ach, das ist die Toilette, von der wir gekommen sind. Quasi der Ausgangspunkt hier. Und auch noch Spinde. Scheinen aber auch alle heile zu sein. So eine Tür. Ah, da können wir auch rein. Alter, das ist ja... Oh, das wäre ja was für mich mal. So eine kleine Burgerdose. Lecker, lecker. Ja, what happened? German Gameplay. Such speed. You can even hear the particles passing by your skull. Alter, kannst du die Partikel hören, die an deinem Schädel vorbeirasen? Heftig, heftig. Jim muss doch irgendwann mal aus seinem komischen Albtraum erwachen. Schere rum haben und gut, dass er die nicht benutzt. So durch wie der ist, ey, dürfte der so eine scharfen, an so scharfe Sachen gar nicht rankommen. So, hier ist auch spindmäßig nichts kaputt, wie ich irgendwie sehe. Ist zu. Ist auch nichts. Ist hier auf. Ja, hier ist dunkel, hier können wir auch rein. Naja, okay, dass am Dunkeln eine Psychose kriegt. Ich sag immer Psychose, heißt das überhaupt so? Ich weiß es gar nicht. Sagen wir mal einfach, er hat Angstzustände und Halluzinationen. Glaube ich besser. So. Achten wir mal auf die Spinde, die wir hier so sehen. Auch keiner kaputt. Ach, Psychologie, da gehen wir da doch mal rein. Ein schwebender Apfel. Ja, sehr gut. Hier fliegen ständig die Gegenstände durch die Gegend. Lecker. So eine Perspektive habe ich noch nie gesehen, wie ein Apfel gegessen wurde. Komm, ein Biss hast du noch. So. Wenn das Apfelstück jetzt hier noch rumliegt, hat er das nicht geträumt. Aber... der rechten Maustaste dreht er sich immer. Ich weiß aber nicht, ob er sich dann in die Richtung dreht, wo man was machen soll. Oder ob er sich generell einfach nur dreht. Ich glaube, der dreht sich generell einfach nur. Dann müssen uns die Räume mal merken, aber... Computerraum. Auch interessant. Waren wir auch noch nicht drin. Da eigentlich sowas in Inventar nehmen. Was
Achso, hier geht's ja nicht. Genau, hier geht's ja nicht weiter. Sobald er irgendwie jemanden anrempelt, wird's schlimmer, also. Hier die Toiletten sind. Nach unten geht's auch nicht. Gehen wir hier nochmal nach oben. Ja, er sagte mal, er war an meinem Spind. Aber ich finde hier nichts Spindmäßiges. Ja, Spind. Keine Option, irgendwas zu machen. So, nächste. Spind. Nix. Irgendwas zu machen. Hier ist auch nichts. Keine Möglichkeit, am Spind was zu machen. Ja, genauso. Auf der Seite. Auch keine Möglichkeit, am Spind was zu machen. Der Seite hier. Auch keine Möglichkeit. Ja, auch nicht. Auch nichts. Auch nichts. So, Geografie. Das müssen wir uns mal merken. Jetzt mal in Geografie rein. Ist das Lager? Das ist aber abgeschlossen. Oh, das gibt mir so einen Sack, wenn die einen anrempeln. Ah, unangenehm. Aber dieses andere unangenehm. Hey, Blocker's gone, man. It's like, it's dead. Hier ist zu. Auch zu. Die Möglichkeit nach unten zu gehen. So, das ist hier der andere Raum, also der andere Flur mit den Spinnen. Aber da sehe ich auch nichts. Also. Was soll denn hier auch. Oh, komm. Versucht hier schon gar nicht mehr zu berühren, weil das ist so unangenehm, wenn man sich da nicht mehr bewegen kann. Ja, das ist keine Chance. Hier die Aula oder? So. Der Englischraum. War abgeschlossen. Hey man, Jimmy fucked up your locker. Hey man, Jimmy fucked up your locker. Ja, er sagte mal, Jimmy hat deinen Spind kaputt gemacht, das weiß ich ja. Direktor. Achso, alles klar. I think I saw your locker on the way here and it's fucked up. Vernetzung. Das ist abgeschlossen. Wir sind auch noch ein paar Spinde. Ich habe auch keine Möglichkeit, was zu machen und ich sehe auch keine Beschädigung. Da waren wir auch schon drin.
Hinten sind auch noch Spinde. Hey, Jimmy busted your locker, man. Be careful, okay? Jimmy hat einen Spind zertrümmert, ja. Hier ist aber nirgends ein Spind, der zertrümmert ist. Hey, your locker's gone, man. It's like, it's dead. Ein Spind ist hin, der ist tot. Ja, toll. Also ich sag euch, das ist zwar schwer, ne, wenn man so das nachzuvollziehen, aber wenn man so ein Game zockt und du rennst dagegen irgendwie und du hast da so eine komische Psychose hier. Echt seltsam. Hausmeister. Hausmeister ist zu. Doch kein Spind, der kaputt ist. Statistik, waren wir da schon drin? Nee. Was ist das hier? Mechanik, waren wir da schon drin? Das zu. Statistik. Hey, Jimmy fucked up your locker styles. You wanna take a look? Man kommt sich natürlich jetzt hier völlig lost vorne, das ist auch klar. Und denkt so, ja, wo ist mein kaputter Spind? Fenster können wir auch nicht öffnen. Vernetzung kennen wir schon. Among the things I hate is this fucking cesspit of a school. Hier waren wir auch schon jetzt. Also ich finde nirgends ein zertrümmerten Spind. Und das geht mir langsam auf den Piss. Ganz ehrlich. Ist der Physikraum? Waren wir da schon drin? Geht das zu? Wirtschaft. Geht's da rein? Da waren wir auch schon drin. Tja. Geschichte. Waren wir in Geschichte schon drin? Passiert ja auch nichts irgendwie. Ja. Okay, das könnte man jetzt an dem Spiel natürlich kritisieren, ne? Ganz klar. Also, das ist eigentlich albern, wenn man sieht so, da ist kein Spind ist irgendwie kaputt oder so. Hier ist stehende Zeitung. Hurry up, there's work to be done. Muss ja theoretisch ein Spind hier in der Nähe sein. Wenn die immer sagen, mir was zu erledigen. Ich glaube sogar, das ist der Flur hier. Ich wollte gerade Feueralarm drücken. Vielleicht hätte das ja funktioniert. Das ist echt merkwürdig, ey. Hier geht's auch nicht raus.
die Spinde sagen nichts an. Labor. Und da nochmal rein. Sind die Labore und die Klassen sind verbunden. Ich habe auch keine Anzeige oder irgendwas. Ja. Ich weiß es nicht. Dritten Computerraum. Ah, hier sind Schubladen, die können wir öffnen. Ein ganz normaler Tag. Hab mit Papa und Rose den Garten gemäht. Ich bin so müde, Zeit für eine ordentliche Mütze Schlaf. Noch nichts. Kann man die Taschen durchsuchen? Nee. Kann man auch nichts machen. Rucksäcke, die hier rumstehen. Das ist ein Magazin, hier sind Bücher. Tja, was willst du machen, ne? So, was haben wir denn hier? Room Key, History, 3D, Psychologie, Physics, Restroom, Stairs, Cafeteria, First Floor Plan. Da. Führen ja alle zusammen. In meinem Traum, den ich gesehen habe, ist es entweder so, dass die Spinde, die ja kaputt. Der Spind, der kaputt getreten wurde, entweder hier ist oder auf der anderen Seite. Ich glaube, ich habe gesehen. Quasi hier stand. Ach, hier ist doch der kaputte Spind. Leck mich an der Tisch. Das hat aber gedauert. Okay. Hey Styles, ich habe ja ein paar Fragen zum neuen Stoff in Chemie. Kannst du mir helfen? Komm heute Abend um 8 Uhr vorbei. Meine Eltern sind zu Hause, Rose. Okay, für ihn geht's jetzt hier rein. Oha, oha. Was? Was ich halt krass finde, wir steuern ihn die ganze Zeit und er kommt irgendwie gar nicht klar. Also der Dauerzustand hier bei dem What Happened Gameplay ist ja ein bisschen seltsam irgendwie, muss ich sagen. Der Rose, da ist er. Here again, like always. I must forget. Can't forget, we can just pass by. We don't pass by, we just repeat it over and over. Verschlossene Tür. Again.
I don't want to go through it again. Then why do you come here? I don't know. I don't know. Nix. War nix. Die Bretter abreißen? War nicht. Tür ist zu. Hier waren wir noch nicht. Vielleicht liegt da ein Schlüssel drin oder so. Jawohl. Das war jetzt wirklich reiner Zufall. Also, ich hab mir nur gedacht, wie soll es sonst funktionieren, ne? Hier geht hier ab. Look at them. Alte Wohnung, altes Haus. Do you think they're beautiful? Sieht auch spannend aus, interessant aus. Hier gibt es noch ein Schachbrett. Lampe. Sieht so aus, dahinter sind die Spinde. So als wenn er in einer alten Schule wäre, aber unter Drogen. Ah, hier. Da was drin? Ne. Da was drin? Ne. Alter Schwede, hab ich mich erschrocken. Boah! Mach doch nicht diesen hier, ey. Mann. Schmetterlinge, wir können auch mal nichts machen. Ja, wirklich überall. Ah, hier ist eine Schublade. So, was haben wir hier? Ich dachte, ich könnte es, aber ich konnte es nicht. Ich konnte Maya nicht um ein Date bitten. Ich hatte Angst davor, dass sie mich zurückweist und mir ins Gesicht schlägt. Was, wenn sie es tut? Die Gelegenheit war reif, aber ich brachte die Lippen nicht auseinander. Ich konnte nicht einmal ein Wort sagen. Ich konnte nur ein unbeholfenes Lächeln aufsetzen. Ja, so ist das in What Happened 2020. Ist auch nochmal was. Nix. Zumachen. Auch nichts. Okay, hier sind Vasen. Das ist eine Lampe, da ist aber auch nichts. Schachbrett. So ein mysteriöses Bild, ey. Das sieht ja komisch aus. Eine Tür angemalt. Ach, hier ist ja schon wieder so ein... Alter. Irgendwer läuft hier auch rum, ne? Hör ich immer. Bin hier aber auch nicht rein. Will den Ventilator irgendwie anmachen oder so? Ziehen. Ja. Hier zu. Building House of Butterflies, Arby. Alter, krank. Beauty can be more terrifying than the most revolting of sights. What did your beautiful do to you? What did Maya do to you? Beauty will devour you from the inside, piece by piece, like nothing else ever can. Shut up! We're not alone.
Und jetzt sind wir hier gelandet. Können die Maus ein bisschen bewegen, dass das Brett rausreißt? Ja, Maustaste ist quasi. Das Brett rausreißen, okay, das kriegen wir auch noch hin. Jawohl. Bretter sind entfernt. Ja, genau, das hätte ich auch durchgetreten. You liked this picture before, didn't you? Hmm? Pray tell, how do you feel about it now? Sieht immer so aus, als wenn man in die Bilder oder so reingehen könnte. Oh. Boah, dann ja ein bisschen schwindelig, muss ich sagen. So ein bisschen schwindelwupsig hier. Mal. Nee. Sogar ein paar Bilder umgedreht. Wir hier mit was malen oder so? Nee, ne? Nee. Hinter dem Bild hat er ja gesagt. War ja hier. Ist aber auch nichts mehr. Gucken wir mal, wenn wir einfach zurückgehen, was dann passiert. Hier ist sogar die Leiter hier aus der Schule. Die stand ja auch an so einem Spind irgendwie. Okay, was liegt? Stehen hier rum? Konservendosen und Lampen? Wäre eine Leiter. Schwarze Farbe. Könnte man auch als Blut interpretieren. Sind hier irgendwie reinsetzen? Nö. Auch nicht einstecken, leider. Ich kann die immer nur anfassen, drehen. Mehr kann ich nicht machen. Kann ich irgendwie in die Hocke gehen? Nee, das geht auch nicht. Ja, schon rätselhaft hier. Auch, dass die Bilder hier verkehrt rum sind. Die Rahmen. Ja, alles klar. Jetzt gelandet auf irgendeiner grünen Wiese hier. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? So ein Theaterstück sozusagen. Das sieht ja so aus, als wenn wir eben das Theaterstück gewesen sind. Können wir ihn steuern oder so? Nee. Ach, wir können... Wir können ihn aber nicht drehen, er kann immer nur geradeaus irgendwie. Na doch, geht. Das nenne ich doch mal kreativ. Mit ihr reden oder so? Geht nicht, ne? Der Maus irgendwas machen, dann dreht er sich nur.
Lagerfeuer anmachen hier? Nee. Er hat ja eine Rose in der Hand, die er jetzt gepflückt hat. Die kann er ihr ja geben, oder? Unser kleiner Romantiker. Wenn die Steuerung mal ein bisschen gewöhnen, man drückt nur geradeaus und dann... geht man auf sie zu. Freut sie sich. Nehmen wir mal die nächste Rose. Alter, wie lässig fair er sich dreht, ey, unglaublich. Und man muss halt die nächste Pflanze einsammeln hier. Rose meine ich. Pflanze, ich bin auch so eine Pflanze. Zimmerpflanze. So, eine müssen wir noch. Tolle Geschichte, alle jubeln. Jetzt wird das Theater abgedeckt und dann geht's weiter. Das ist schon ein sehr interessantes Spiel, muss ich sagen. Also auch vom Experimentellen her ein bisschen merkwürdig, aber okay. Ich weiß auch gar nicht, ob das immer was mit Psychose zu tun hat, was wir hier spielen, oder ob das einfach eine reine Fantasie ist. Ein extremes Kunstgame. Okay, jetzt ist es Nacht. Halbmond. Sie ist wieder da. Help me. I'm scared, Styles. Help me. Somebody help me. Ja, aber er ist doch da. Also das verstehe ich jetzt hier schon wieder nicht. Ah, ist klar. Ich würde sagen. So, ist die Szene auch abgedreht. Also so ein abgefahrenes Spiel habe ich noch nie gespielt. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber ja, muss es auch geben. Vielleicht ist es dann im Gesamtkonstrukt, wenn man es dann zu Ende durchgezockt hat. Ganz nice. Momentan kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass es einfach nur ein Typ auf Drogen ist, sondern irgendwie merkwürdig. Ja, let's play what happened. Hier bestimmt wieder irgendwo Schalter. Ja. Nächste Szene. Jetzt ist es kalt. Er wahrscheinlich Holz hacken. I'm so cold. I'm so cold. Okay, das mit dem Drehen ist noch ein bisschen blöd. Okay, wir müssen noch ein bisschen mehr Feuer machen irgendwie. Aber das Feuerholz. Freak. Are you here? I'm always here, watching your stupidity. You think you can just wear your rose tinted glasses and pretend you live happily? You're nothing but a fucking loser. It's the man you've been and the man you will be. Life's not a movie, Styles. Life is reality, not lies, not fairy tales. It is what it is. What is real grips your mind like a cage. Okay, jetzt sind wir hier in irgendeinem Käfig gesperrt. Alter, voll krank. Ach ja. Wollte gerade sagen, wo ist denn der Hebel zum Ziehen? Licht wieder aus.
What a party, man. Fuck. Let's rock. Das hat aber nichts mehr mit normalen Drogenkonsum zu tun. Naja, Baby. Ah. Fucking Ben. How are you, Styles? Why didn't you come to school? What? Where's Maya? I thought you guys were coming together. Having fun? Everything's okay? Styles? Are you okay? What's wrong? I don't know what the hell he's high on. Nah, don't worry. He'll be fine. Styles, open your eyes. Das haben wir in seinem Film drin irgendwie. Are you okay, Styles? Are you on acid again? Leave me alone. Okay, is this what you want? Yeah. Ja, der hat so eine hübsche Freundin und macht so eine Scheiße, ey. If you want me to. War zum Kotzen, ey. Everything is a Russian roulette. Everything. And now it's your turn. Death is the only destination. I'm sorry for your loss, man. I really am. Wer weiß, ob sie nicht umgebracht hat, wenn sie jetzt auf dem Friedhof liegt. We're best buddies. I know, Ben. I'm okay. You shouldn't blame yourself, man. I'm sure he's out there watching over you. Hicks? Styles, why are you so late? Come on, the movie is about to start. Der Film fängt gleich an. You know, if I pull the trigger, it's actually you. Alter Falter. Styles, are you okay? Are you high on acid again? Pick him up. Krass, wie sie das darstellen, auch mit den mit dem Blut da irgendwie auf dem Sofa. I can't tolerate him anymore. I know what you're saying. He's getting worse. Styles was always like this. Alter, sieht doch übel aus. You couldn't see him for what he really was because you loved him. I don't think I love him anymore. What happened? Gibt's on Maya, Steam? Babe, genau. Come here. Give me a hug. Meinst du mal zocken? Styles, sit down. The movie is about to start. Als wenn seinen eigenen Film fährt, ne? Me too, son. I'm freaking out, Dad. Do not be afraid, son. It's a game. All of it is. Don't lose heart. I wish you were here with me. It's because of me that you're not. No, son. It's not your fault. Death is the only destination. Just like now. Alter, der Tod ist der einzige Weg, also ein bisschen kaputt. See, Styles, it's all a game, and you're a clown, the fool, the puppet. You're stuck in this sick game, playing the tune of madness. What do you think you can control? You think you have will? You think you have power? You're controlled by someone who drags you around and doesn't give a shit about you. Rose, is that you? Styles, this flower's for you. I'm not feeling well at all. I know, Styles. Krass, wie man versucht hat, künstlerisch eine Drogenpsychose zu verarbeiten. Styles, schon. I really... Seltsames Spiel, also wenn man es mag. Ich weiß momentan noch nicht, was ich von dem Game halten soll. Hat mich aber 20 Euro bei Steam gekostet. Wie kann ich schon mal sagen? No one cares about you here. No one protects you. No one has to. No one wants to. No
one cares about you. No one cares about you. No one cares about you. No one cares about you. No one cares about you. No one fucking cares about you. Alter, möchte ich nicht die Hände sehen, wie aufgeschnitten die sind. What Happened Spiel, ja. Schon krass, ey. What a game. The Rose. Rose gut dargestellt. Künstlerisch. Leave me alone, loser. I don't want to see you anymore. I hate you. Also sie hat 9, okay. Kleine Erinnerungslücke. Okay, okay, ist ein Teleskop. Um den nächsten Raum zu sehen, muss ich einen abdunkeln. Wahrscheinlich auch abdunkeln. Have you come here to wait? I like this fucking room. I can fucking wait too. Passiert nichts. In den Gläsern. Hier liegen ein paar Stühle rum. Wasserhahn. Im Dunkel wieder zurück. Okay, das geht nicht. Dann müssen wir hier das Licht wieder ausmachen und da drüben es wieder anzumachen. Ja. Was ist das eigentlich für eine Kugel hier unten? Ach, das ist der. Ist das ein Barhocker oder wie? Ja. Tisch ist das. Ah, ein Skelett sogar. Hm. Hier gucken wir mal, was wir noch so haben hier. Hier die Gläser. Yeah. Yeah, break them. Break more. Feels good, doesn't it? Schmeiß die Gläser an die Wand. Dieses Klingeln im Hintergrund, die Musik ist immer so wie so ein bisschen so ein Ratespiel irgendwie. So eine Talkshow, wenn man irgendwas aufnehmen muss. Und können wir die auch noch zerstören hier? Oh, by all means. Break all the glass you want. Personally find it rather relaxing. What about you? Ja. Komm, das machen wir auch noch kaputt.
Super, dann haben wir da die Gläser kaputt gemacht und hier die Gläser kaputt gemacht. Toll. Könnten wir mal mit Wasser den Kopf waschen, aber es geht auch nicht. Right. I don't think that's quite enough. It's never enough. Skelett, aber da können wir nichts machen. You know, you're not getting anything by rewinding these thoughts. Abgefahren. Wie sich das dreht, ey. Das ist alles spiegelverkehrt irgendwie. Okay, das ist das Gute. Er zeigte mal an, was ich machen muss. Also, jetzt das Licht ausmachen, dass ich denn hier lang kann. Nächste. Im Schrank ist aber nichts drin. Holy shit. What the fuck is that? You seriously want to touch it? Aus wie so ein 3D-Modell, ne? Vom Skelett. Rot, grün und blau. Ja, da haben wir das umgekippt. Und jetzt noch mehr Gläser. Das ist toll. Schmeißt du die auch alle an die Wand? Ne. Nix. Ja, nichts passiert, dann müssen wir hier wieder rein. Ich dachte schon, das wäre wieder dasselbe Spiel, dass wir alles kaputt schmeißen. Was haben mal dran ziehen. Jetzt ist hier die Tür auf. Geht alles so schnell, also er läuft schneller, als wenn er irgendwie... wieder nüchtern wäre. Ich sag ja, die alten Röhrenfernseher sind irgendwie unheimlich. Ich weiß auch nicht warum. Skelett. Ventilator, der macht diese Geräusche. Ich dachte, da ist wieder so ein kleines Männchen, was irgendwie irgendwelche Schellen zusammenschlägt. Ausstellen. Die Säge hier. Geht auch nichts. Sofa, hier ist Skelett. Können wir aber auch nichts machen. Sind da irgendwelche Akten, die gehen. Ah, hier sind Schubladen.
So, normalerweise schreibe ich diese Einträge vor dem Schlafengehen, aber heute schaffe ich es vielleicht nicht bis 11 Uhr, also mache ich es einfach jetzt. Alle sind zu der Party in der Schule eingeladen, außer mir. Ich gehe aber trotzdem hin. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Ben und Maya mir in den Rücken gefallen sind. Ich muss es mit meinen eigenen Augen sehen. Ich hätte nie gedacht, dass Ben derjenige sein würde, der meine schöne Liebesgeschichte ruiniert. Das ist auch nichts. Auch nichts, da ist auch nichts. Ganz unten ist noch was, ist aber auch nichts drin. Kann hier noch gucken. Da braucht eine Glühlampe. Schrank kann man auch nicht aufmachen. Die kann ich hier. Vielleicht kann ich die Glühlampe jetzt hier einsetzen, die kaputte. Jetzt ist er heile, aber vorhin sah er so kaputt aus. Jetzt setzt er sich. So viel bequemer. So, Gedanken, manchmal liegt es nicht an dir, es passiert einfach. Okay. Wie ist denn das eigentlich in dem Game? Wenn die speichern? Wieder aufnehmen, Hauptmenü. Ja, irgendwie speichern geht, glaube ich, gar nicht. Dann spielen wir es nochmal ein paar Minuten. Mir gefällt, wie genau du alles hier drin aufzeigst. Also, ob deine Gedanken. Your mind? Our mind. You don't exist. Then who are you talking to? No one. Then why do people say you're crazy? I'm not crazy, just. Then I exist, Styles. You might as well accept the fact that you're going insane. I don't care anymore. Er nimmt überall Bücher, wo er langlaufen muss. Sein Albtraum als Schüler. Ich würde nicht wundern, wenn die auf einmal alle runterfallen. Das ist ein Irrgarten, ne? Ah, hier ist auch nochmal eine kleine Lampe. Die aber nicht funktioniert. Ich könnte sich auch so einen kleinen Irrgarten hier vorstellen. Okay, ist ja immer dasselbe, ne? Ist hier die, kann man die einsammeln, die Glühlampe? Ne. Ah, hier ist der Spind. I wish Dad was here, but he's not. But we can go to him. So, hier fehlt auch wieder eine Glühlampe. Wir irgendwo finden müssen hier, die liegt bestimmt hier irgendwo rum. Können wir die nicht rausschrauben? Ich bin der Meinung, hier lag eine. Auf dem Boden oder so. Und zwar hier. Die hier. Können wir ja nicht nehmen. Mal darauf achten, vielleicht ist ja noch öfter mal sein Spind.
Genau, ein zweiter ist, wo denn, sag ich mal, die Glühlampe drin ist. Defekte Spinn. Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig. Nee, irgendwie finden wir jetzt hier keine Glühlampe. Warum auch immer. Hier zeigt er auch an. Oder irgendwas, was angezeigt wird. Nein. Nein, 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 nein. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich hoffe, das Game speichert auch an der Stelle und dann machen wir an der Stelle einfach auch weiter. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Bis dahin.